Um die Hetzjagd zu beenden und die Sicherheit für Christo zu gewährleisten, sendet Ingo Lenzen Lennarts Eltern eine Unterlassungserklärung zu. Doch auch Tage später gibt es noch keine Reaktion. Der Anwalt kontaktiert daraufhin die Mutter des mobbenden Mitschülers. Ja, hallo. Ja, guten Tag, mein Name ist Lenzen. Sie haben von meinem Büro, Frau Lux, haben Sie ein paar Unterlagen zugesandt bekommen. Ein Abmahnschreiben, eine Unterlassungserklärung. Ich habe darauf noch nichts gehört, das wundert mich. Ja, mein Sohn soll was? Diesen dicken Jungen mobben? Im Leben nicht. Das würde Lennart nie tun. Das ist ja wohl eine Unterstellung. Also, Frau Lux, das ist keine Unterstellung. Wir haben tatsächlich Beweise dafür, dass Sie so etwas behaupten. Und ich kann es Ihnen ja auch mal vorlesen. Das sind Auszüge aus einem Social-Media-Chat, für den Ihr Sohn verantwortlich zeigt. Da schreibt er unter anderem: Warum bebt die Schule? Ist Christo auf dem Weg zur Klasse? Haha, weil er so fett ist. Ja. Und die Spitze des Eisbergs ist hier: Wir werden Christo so lange jagen, bis er abgenommen hat. So, und das sind klare Hinweise darauf, dass Ihr Sohn der Kopf einer Gruppe ist, die eine Hetzkampagne und eine Hetzjagd auf den Christo vollzieht. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben Ihren Sohn mit eigenen Augen dabei beobachtet, wie der den Christo mit dem Kai zusammen vor unser Auto gehetzt hat. Na, hören Sie mal, Herr Lenzen, mein Sohn ist doch kein Krimineller. Das würde er nie tun. Doch, Ihr Sohn ist ein Krimineller. Schauen Sie mal lieber bei seinen Mitschülern nach. Da werden Sie schon den Kriminellen finden, aber nicht mein Sohn. Wenn wir von Ihnen die Unterlassungserklärung nicht unterzeichnet zurückbekommen, dann werden wir Sie einklagen. Und das wird für Sie teuer. Dann müssen Sie es so tun. Ich werde nichts unterschreiben. Alles klar. Ihr Mann weiß Bescheid von dem? Mein Mann weiß Bescheid, dass Sie das genauso, wir werden nichts unterschreiben. Dann werde ich den Antrag gegen beide richten. Gut. Sie haben die Konsequenzen zu tragen. Vielen Dank. Ja, tschüss. Sag mal, das darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Wie ignorant. Da lacht sie auch noch, ey. Wie ignorant gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber weißt du, was ich verstehe? Warum ihr Sohn so gepolt ist. Was hat sie gesagt? Diesen dicken Jungen soll meinen. Ist es ihr Ernst, wirklich? Das ist von ihr, ne? Selbstverständlich. Wahnsinn. Frau Hahn? Hallo, Herr Lenzen. Ich brauche unbedingt Ihre Hilfe. Wieso? Was passiert? Christo wurde von der Schule ausgeschlossen. Der ist von der Schule ausgeschlossen worden? Und ihm droht jetzt der Schulverweis. Das ist ja Wahnsinn. Okay, alles klar. Wir kommen sofort zu Ihnen. Bis gleich. Tschüss. Der drohende Schulverweis ist für Ingo Lenzen eine böse Überraschung. Der Anwalt hat keine Ahnung, was sich Christo hat zu Schulden kommen lassen. Möglicherweise wurde der 12-Jährige in die Enge gedrängt und hat rot gesehen. Fragen, wo ist denn Christo? Christo ist in seinem Zimmer. Okay, können wir den dazu holen? Ja, ich hole ihn mal eben. Gerne. Christo, kommst du mal eben? So. Ja. Hallo. Na komm, da reden wir mal miteinander. Ich habe gehört, du bist vom Unterricht ausgeschlossen, aber erzählen Sie mir doch bitte mal, was da passiert ist. Der Rektor hat mich angerufen. Ich soll sofort in die Schule kommen. Mhm. Dann bin ich in die Schule rein. Dann habe ich zwei Sanitäter gesehen. Was ist denn hier passiert? Kai, alles klar? Achso, was ist hier passiert? Ja. Christo? Mama? Christo! Mama! Leitstelle, haben Sie jemand für euch? Ist alles okay? Ja, geht's dir gut? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier wieder los? Dieser Arsch, Christo hat einfach meinen Kumpel Kai die Treppe runtergeschubst. Bitte? Das kann nicht sein. Ja, das mein Sohn macht sowas überhaupt nicht. Zustimmen. Der wird die ganze Zeit im Mob von euch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du gehst jetzt erstmal nach oben in die Klasse. Wir klären das später. Das kann ja nicht sein. Also mein Kind, der macht sowas gar nicht. Du wurdest provoziert. Frau Hahn, kommen Sie mal zu mir. Das müssen wir mal klären. Also, Sie haben ja gerade gesehen, was hier passiert ist. Ich denke, wir sollten... Nee, mein Sohn macht sowas nicht. Der wird die ganze Zeit gemobbt. Ich denke, wir sollten erst mal klären, wie der Vorfall ausgegangen ist und warum es dazu gekommen ist. Und mir erscheint es günstig, wenn wir Ihren Sohn 10 Tage aus der Schule nehmen. Nee, das kann nicht sein. Haben Sie sich mal die andere Seite angehört? Sie hören immer nur eine Seite. Mein Sohn wird die ganze Zeit hier gemobbt. Schulverweis ist für mich das Oberste. Nee, das war mir in dem Moment alles irgendwie zu viel. Und dann sind wir einfach gegangen. Komm, wir gehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, und wie war das deiner Meinung nach? Also, sie haben mich zum Beispiel auch beim Essen gefilmt und haben es wie eine Tierdoku aussehen lassen. Die haben beispielsweise mich beleidigt als fettes Nilpferd, was sein Futter frisst. Und also solche Dinge halt gesagt. Außerdem
ja, ging es dann so weit, dass ich mich nicht mehr beherrschen konnte, dass ich meine Gefühle nicht mehr im Griff hatte. Dann wollte ich halt Kai sein Handy wegnehmen. Dann kam es zu einer Rangelei. Und er ist die Treppe runtergefallen. Die anderen haben behauptet, dass ich es gewesen wäre und dass ich das mit Absicht gemacht habe. Und eigentlich habe ich das halt gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich wollte es halt gar nicht. Ich fühle mich gerade in meine Kindheit wieder zurückversetzt mit dem Mobbing. Kann ja gar nicht sein, wenn man da irgendwie ein bisschen übergewichtiger ist, dass man da gleich so behandelt wird irgendwie. Ne? Weil ich koche jeden Tag frisch, du stopfst ja nicht irgendwelche Chips und trinkst ja auch keine Cola, ne? Du stopfst ja nicht irgendwas da rein. Das ist genetisch bedingt und wir können da gar nichts für. Mhm. So, und deshalb müssen wir auch wirklich schauen, dass du ganz schnell aus dieser Mobbing-Situation rauskommst. Und das ist wirklich hartes Mobbing, was der da widerfährt. Ne? Ich weiß das. Und ich finde auch, was der Lehrer Körber da macht, das ist unverantwortlich. Ja? Aber das kriegen wir alles hin. Ja? Du musst nur einfach stark bleiben. Und ich sorge dafür, dass es aufhört und dass diese Schüler aufhören, dich auch dann rumzuhetzen. Und dass du tatsächlich deine Schule zu Ende machen kannst. Ne? Sarah? Hi Ingo, du, ich habe interessante Neuigkeiten. Ich bin jetzt auf ein Video gestoßen, was nicht nur uns interessieren dürfte. Ich würde das sehr gerne mal zuschicken. Ja, mach das bitte. Ja, guck's dir bitte an. Mach ich, danke. Bis dann, ciao. Ciao. Unter dem Vorwand, über Christos Suspendierung reden zu wollen, bittet Ingo Lenzen alle Beteiligten zu einem Treffen. Doch dem Anwalt geht es um mehr. Er will aufdecken, dass an Christos Schule das Mobbing nicht nur von den Schülern ausgeübt wird. Ja, wir sind ja hier zusammengekommen. Ich glaube tatsächlich aus einem falschen Grund. Weil es geht ja hier um die, ich nenne es mal Suspendierung von Christo. Aber ich glaube, das ist völlig daneben. Wir sind wegen dir hier und deinem Freund Kai. Und wegen Ihnen, Herr Körber. Das ist, glaube ich, das Entscheidende heute. Oh. Und dazu, Herr Körber, habe ich etwas mitgebracht. Kleine Filmsequenz, die für den Herrn Schuh sicherlich sehr interessant sein dürfte. Knie zusammen, abstoßen. Oh Gott. Bisschen weniger fressen, bisschen mehr trainieren. Was ist das denn? Wissen Sie, das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Es hat dann ganz andere Sachen gegeben. Ist Ihnen, Herr Schuh, bekannt, wie er Christo im Unterricht genannt hat? Nein. Dicky, Fetti, Klops. Solche Begriffe muss dieser Junge sich anhören. Das ist nicht dein Ernst. Das gibt's überhaupt gar nicht hier. Das ist Mobbing pur. Das kennen wir an unserer Schule nicht. Wissen Sie was? Das hat ja, das ufert ja noch aus. Die beiden Jungs hier, die haben sich beeinflussen lassen, ha? Mhm. Sag mal, du hast das Ganze ja nur gemacht, weil du ihm gefallen wolltest, oder? Sag mal, ist eigentlich ein cooler Lehrer, hast du gedacht, ne? Der macht schon das Richtige. Aber der hat leider das Falsche gemacht. Und ihr habt eigentlich dann leider mitgemacht. Mhm. Hinter der Duschaktion, als der Christ in der Dusche mit Klamotten geduscht wurde. Ja. Jetzt lacht er auch noch. Was steckst du dahinter, oder? Ja, also mit meinem Freund Kai und noch einem anderen Kumpel. Mit dem Kai. Und der andere Kumpel, wie hieß der? Weiß nicht mehr genau. Weiß er nicht mehr so genau. Naja, wenigstens verpetzt er keinen. Ist gar nicht so schlimm. Aber ich sag dir eins, das muss sich ändern. So, und da ist nämlich der Christo mit Klamotten nach dem Sportunterricht unter die Dusche gesteckt worden. Ich weiß davon nichts. Doch. Das sind doch auch ihre Werte, das wissen Sie garantiert. Wahrscheinlich haben sie sogar noch angestiftet. Na klar. Ja. Wie wollen Sie mit so einem Lehrer umgehen hier in der Schule? Wir kennen uns 20 Jahre, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Mein Reden. Ulf, ich denke mal, das ist eine Suspendierung. Im Ernst jetzt? Natürlich. Alles klar. Kommt irgendwer dahergelaufen und macht irgendwelches. Ach komm. Ja, ja. Das ist mir egal. Unsere Dienstbehörde wird das klären. Ah, wir werden das klären. Das will ich hoffen. Wieder schauen. So, und du? Hm. Entschuldigung? Entschuldigung, ich wollte Christo nicht mobben und dass es ihm schlecht geht und dass es ihm, ja. Ja, ich hoffe, du entschuldigst dich bei Christo auch, ne? Mache ich, wenn er wieder in der Schule ist. Super, alles klar. Ja. Ich machen. Okay. Nachdem der Klassenlehrer fristlos aus seinem Schuldienst entlassen wurde, hat sich die Situation für Christo deutlich verbessert. Gegen Lehrer Körber wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Nötigung eingeleitet. Das Mobbing gegen Christo hat aufgehört. Lennart und Kai stärken dem Jungen sogar den Rücken.